Die Menüleiste befindet sich, wie bei den meisten Programmen üblich, am oberen Rand des Programmes und ist auch sonst den üblichen Menüleisten weitestgehend ähnlich. In diesem Video sollen vor allem die Punkte erklärt werden, die speziell GeoGebra betreffen. In dem Menüpunkt Datei finden sich neben den typischen Optionen wie Speichern und Öffnen von Dateien auch die Buttons Veröffentlichen und Export. Veröffentlichen bewirkt, dass die aktuelle GeoGebra-Datei auf der GeoGebra-Seite veröffentlicht wird. Export stellt eine Reihe von Möglichkeiten bereit, GeoGebra-Dateien für verschiedene Zwecke umzuwandeln. Dazu mehr im Screencast Export von Dateien in GeoGebra. Auch der Menüpunkt Bearbeiten bietet vor allem die üblichen Funktionen. Mit dem Befehl Grafikansicht in Zwischenablage kann man eine Bilddatei der Grafikansicht erstellen, welches sich mit dem Befehl Einfügen in ein Dokument einfügen lässt. Der Punkt Eigenschaften führt auf das Eigenschaftenmenü, welches in den späteren Screencasts erläutert wird. Im Ansichtmenü kann man die Benutzeroberfläche verändern. Es lassen sich verschiedene Ansichten ein- und ausblenden, sowie Werkzeug- und Eingabeleiste verändern. Dazu später mehr. Der Punkt Perspektiven bietet die Möglichkeit, fertige Konfigurationen des Ansichtmenüs aufzurufen und zu speichern. Unter dem Einstellungen-Menü seien vor allem die Optionen Runden und Schriftgröße erwähnt. Unter Runden legt man fest, wie viele Nachkommastellen angezeigt werden. Der Punkt Schriftgröße verändert nicht nur die Schriftgröße der erstellten Objekte, sondern bestimmt die Größe jeglicher Schrift. Standardmäßig ist die Schriftgröße 12. Dies ist jedoch für viele Anwendungen zu klein. Für die Screencasts haben wir die Schriftgröße 20 gewählt. Unter dem Punkt Einstellungen lassen sich weitere zahlreiche Änderungen an Darstellung von Objekten, Ansichten und weiterem vornehmen. Das Werkzeugemenü erlaubt es, eigene Werkzeuge zu erstellen, doch auch dazu später mehr. Im Fenstermenü kann man ein neues Fenster öffnen und, wenn mehrere Fenster geöffnet sind, zwischen diesen wechseln. Unter dem Hilfemenü finden sich verschiedene Möglichkeiten, bei Problemen Hilfestellungen zu erhalten, wie das Wiki oder das Forum. All diese finden sich auf der Seite geogebra.org. Das heißt, Sie müssen mit dem Internet verbunden sein, um die Hilfe aufzurufen. Auf geogebra.org können Sie auch ein Handbuch herunterladen, welches dann offline verwendet werden kann.